zu Jonas Schmidt. Kanasit, er kommt vom Bernhard-Noch-Institut für Tropenmedizin, denn es ist ja möglicherweise so, dass wenn man zu Hause mit seiner Fliegenklatsche unterwegs ist und die Mücken stechen ein in Bereichen, wo man nicht kratzen möchte, dann ist das möglicherweise nicht mehr die heimische Mücke, die einen da genervt hat, sondern das ist möglicherweise eine Mücke, die vielleicht eingewandert ist, die man sich dann vielleicht unter dem, die Reste, die man dann sozusagen noch anschauen kann, erkennt. Die hat seltsame Streifen, hat seltsame Muster, ob das nun eine Gepardenmücke ist, Leopardenmücke ist oder Tigermücke ist und warum die da sind, das erfahren wir jetzt von Ihnen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Böttcher, für die freundliche Einleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, zunächst ein wichtiger Hinweis auch in eigener Sache. Ja, hoffe ich, dass es jetzt geht, sonst ist das wie bei den vorhergehenden Vorträgen. Anscheinend doch nicht der richtige Klicker. Dann einmal kurz auswechseln vielleicht. Jetzt geht's. Genau, jetzt geht's, glaube ich. Ja. Doch, an. Alles klar. Genau, ja. Na. Mal ein bisschen stärker drauf drücken. Oder die Batterie ist alle, glaube ich. Ne? Ja. So. Oh. So, jetzt mache ich mal ganz kurz zurück. Na. Jetzt hakt das wieder. Also es geht doch nicht. Jetzt geht es. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Damit wollte ich eigentlich beginnen mit den potenziellen Interessenkonflikten. Und ich glaube, bei uns im Medizinbereich ist das seit Jahrzehnten eigentlich etabliert. Und ich glaube, gerade im Zeitalter der Verschwörungstheorien ist es ganz wichtig, dass Sie auch jenseits der Medizin mit diesen Konflikten offen umgehen. Das ist genau das, was auch der Wissenschaftsrat empfiehlt, um einfach auch das Vertrauen der Bevölkerung in ein gemeinsames Ethos der Wissenschaftsgemeinschaft zu erhalten. Und in meinem Bereich sind das zum Beispiel typische Verschwörungstheorien im Bereich gentechnisch veränderter Stechmücken bis hin, wie gesagt, zu den Impfstoffen. Ja, das hakt immer noch ein bisschen. Das ist nochmal der Wissenschaftsrat. Ich hoffe, jetzt geht es ein bisschen flüssiger. Ne? Aber jetzt drücke ich nochmal drauf, müsste es eigentlich weitergehen. Was ich Ihnen als nächstes zeigen wollte, ich versuche es mal so, das nächste Slide sollte eigentlich den aktuellen Sachstandsbericht wiedergeben. Das passt eigentlich sehr gut zur aktuellen Konferenz Klimawandel und Gesundheit, wo wir also fachübergreifend auch mit Kolleginnen und Kollegen aus Ihrem Bereich zusammenarbeiten, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit zu untersuchen. Und was heute schon auch angesprochen wurde und sicherlich auch weiter angesprochen werden wird, sind natürlich die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit, Überschwemmungen, Hitze. Das sehen Sie auf der einen Seite hier sehr schön dargestellt. Worum es jetzt in den nächsten 10 Minuten gehen wird, sind aber die indirekten Auswirkungen und insbesondere eben die Verbreitung von Vektoren, die angesprochene Tigermücke oder auch invasive Zeckenarten und die Gesundheitsgefahren, die davon ausgehen. Es ist übrigens so, dass die ganzen anderen Faktoren, die Sie da sehen, natürlich auch mit Klimawandel in Zusammenhang stehen, aber gerade bei den vektorübertragenen, insbesondere Viren, können wir den Zusammenhang zwischen höheren Temperaturen und auch einem höheren Risiko eigentlich seit über einem Jahrhundert wissenschaftlich sehr gut darstellen. So. Das muss ich sonst mal etwas länger erklären. Dadurch, dass hier Expertinnen und Experten sitzen, kann ich einfach drüber gehen. Das wissen Sie alles, aber wozu führen nun diese höheren Temperaturen im Vektor? Und da wird es vielleicht auch etwas komplizierter und neu für Sie. Wir reden von der sogenannten extrinsischen Inkubationszeit. Und das ist die Zeit, die ein Pathogen, insbesondere ein Virus, nach der Aufnahme des Blutes durch die weibliche Stechmücke braucht, um wieder in der Speicheldrüse rauszukommen. Ja, das dauert bei 20 Grad 30 Tage und jetzt bei 30 Grad nur 7 Tage. Und das ist seit langem bekannt und wir erforschen das natürlich auch in unseren Laboren, in den Hochsicherheitslaboren, wo wir denn die Stechmücken eben mit, wo sie letztendlich Blut aufnehmen, das mit Viren vermischt ist und dann können wir diese Zeit bei bestimmten Temperaturen messen.
und genau diese Ableitungen treffen und Darstellungen Ihnen präsentieren. Was Sie eben hier sehen auf der X-Achse, nicht die Temperatur, so wie ich es gesagt habe, 30 Grad, und da drüben ist die extrinsische Inkubationszeit, und Sie sehen, die geht dann unter 7 Tage. Und das ist natürlich entscheidend für Viren. Je wärmer es ist, desto schneller können sie sich in der Stechmücke vermehren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den biologischen Effekt, dass sich Stechmücken schneller replizieren können. Das heißt, die Generationszeit ist bei höheren Temperaturen auch kürzer, aber das hat natürlich auch alles einen Scheitelpunkt. Nicht? Wenn es zu heiß wird, geht das auch wieder nach unten. Das wäre hier zum Beispiel nicht ideal dargestellt. Vielen Dank, dass Sie, dann sage ich es einfach so, wenn es einfacher geht. Der zweite wichtige Punkt, der ja oftmals auch vergessen wird in der Diskussion um Klimawandel und Steigerung des Risikos für übertragbare Erkrankungen, ist natürlich der internationale Waren- und Reiseverkehr. Das ist ein und der entscheidende, wichtige Faktor. Mit Beginn des Düsenjet-Zeitalters können wir sehr gut nachvollziehen. Das ist übrigens eine Boeing 707, wer schon ein bisschen älter ist. Ich habe es nicht mehr geschafft, damit zu fliegen, aber die älteren Kollegen werden sich vielleicht noch daran erinnern. Übrigens in Hamburg-Fuhlsbüttel. Damit war es möglich, dass man eben interkontinental ohne Zwischenlandung eben Hunderte von Menschen transportieren konnte und natürlich auch Stechmücken. Und genau das ist passiert. Stechmücken, Pathogene haben den Siegeszug um die Welt angetreten, und das geht bitte weiter, immer schneller und schneller heutzutage. Soll ich jetzt noch drauf drücken? Okay, nee, danke. Und was hier nochmal auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass also die eigentliche Entfernung zwischen den Kontinenten ja gar keine Rolle mehr spielt, sondern im Bereich der Infektiologie und der neu auftretenden Infektionserreger, und die letzten 4 Jahre haben es eindrucksvoll gezeigt, spielt die Entfernung zwischen den unterschiedlichen Hubs, das ist das Entscheidende. Und da sieht man einfach, dass zum Beispiel, wenn Sie hier nach Asien schauen, kleinere Flughäfen, Savannakhet in Laos, weiter entfernt sind für ein Pathogen, wenn Sie von Bangkok starten, als Frankfurt, Paris oder Amsterdam. Das heißt, die Entfernung zwischen diesen Umsteigepunkten ist für das Pathogen entscheidend und gar nicht mehr die Entfernung in Kilometern. Bitte weiter. Und wer hat das genutzt? Die Tigermücke ist ja auch schon angesprochen worden. Es ist eine aggressive, invasive Art, die sich also in den letzten Jahrzehnten weltweit stark ausgebreitet hat. Sie ist aber jetzt keine neue Erscheinung in Europa. Wir kennen sie seit dem Ende der 70er Jahre in Albanien. Und hier auch nochmal als klassisches Beispiel. Sie ist also mit Altreifen verschleppt worden aus ihrem natürlichen Verbreitungsraum in China, in Japan, nach Albanien, und hat sich von dort eben in den letzten Jahrzehnten in ganz Europa ausgebreitet und mittlerweile heimisch im Bereich Freiburg bis Frankfurt und sogar in Berlin. Bitte weiter. Ja, um das nochmal zu zeigen, sie wurde ja auch schon beschrieben, wir kriegen auch viele Einsendungen übrigens, und was nochmal eindrucksvoll hier zu sehen ist, dass sie eigentlich viel kleiner ist als die meisten einheimischen Arten, und was eben auffällt, wenn man nicht durchs Mikroskop guckt, ist diese ganz schwarze Färbung, das fällt auf. Unsere einheimischen Arten, das ist hier Culiceta annulata, sind eher braun und gräulich gefärbt und eben meist auch größer. Insofern kann man da vielleicht auch schon in der Zukunft, wenn Sie sich dafür interessieren, eine genauere Eingrenzung schaffen, und schicken Sie uns gerne Exemplaren zu. Es gibt auch hervorragende Bürgerbeteiligungsprogramme, die für uns natürlich sehr, sehr wichtig sind im Bereich der Epidemievorhersage, wo Sie diese Sachen auch an den Mückenatlas schicken können in Deutschland, wo diese Daten dann erfasst werden und auch grafisch dargestellt werden. Bitte weiter. Und die Tigermücke, neben der Tatsache, dass sie natürlich eine Plage ist, ein Plagegeist, weil sie tagaktiv ist und man gar nicht mehr in Ruhe einen Kaffee trinken kann, ist natürlich die Tatsache, dass sie Pathogene übertragen kann und insbesondere eben eine Vielzahl von exotischen Viren, die vorher nicht in Europa aufgetreten sind. Und das ist eben in den letzten Jahrzehnten verstärkt dazu gekommen, dass es zu vor Ort erworbenen Infektionen mit diesen Viren gekommen ist. Wir haben übrigens hier diesen ersten Fall in Europa diagnostiziert, 2010 in Kroatien. Und Sie sehen eigentlich, in einer gewissen Regelmäßigkeit treten diese Fälle in Frankreich, Spanien, Portugal und Italien auf. Und das geht immer von den Reiserückkehrern aus, die diese Viren mitbringen, nicht merken, dass sie infiziert sind, und werden dann eben dort von einer heimischen Tigermücke gestochen, die es dann an oder auf die einheimische Bevölkerung übertragen kann. Was Sie auch noch mal sehen, ist auch wichtig zu verstehen, bisher sind es eigentlich meist Einzelfälle oder kleinere Cluster, bis auf wenige Ausnahmen, also die Chikungunya-Ausbrüche, so ein Zungenbrecher aus der Sprache der Makonde, ein exotisches Virus, was so zu langanhaltenden Gelenkschmerzen führt, da gab es mal ein bisschen mehr Fälle. Ja, und dieser Ausbruch auf Madeira ist mit der Gelbfiebermücke assoziiert gewesen, also nicht mit der Tigermücke. Insofern ist das auch das Szenario, was wir in den nächsten Jahren erwarten, unabhängig davon, ob es jetzt von den Temperaturen
Temperaturen etwas nach oben geht. Das hängt einfach mit der Kapazität der Tigermücke zusammen, diese Erreger zu übertragen. Einzelfälle und Cluster, insbesondere für das Dengue-Virus und Zika-Virus. Bitte weiter. Und weil ich ja jetzt auf dem Wetterkongress bin, habe ich Ihnen auch eine Vorhersage mitgebracht, eine Wettervorhersage, nein, eine Stechmückenvorhersage, wo wir auch einen kleinen Preis dafür bekommen haben. Bitte weiter. Das ist ein europäisches Frühwarnsystem, was sich genau mit diesen invasiven Arten und den von Ihnen übertragenen Viren beschäftigt. Einige Kollegen werden Sie wahrscheinlich kennen aus Griechenland, vom NOAA, die also diese Erdbeobachtung abdecken. Und was auch wichtig ist in unserem Bereich, ist eben dieses One-Health-Konzept, nicht? Also wir kommen alleine von medizinisch oder veterinärmedizinischer oder entomologischer Seite nicht weiter, sondern das muss zusammen gedacht werden, europäisch. Die Viren machen keinen Halt vor den Grenzen. Das haben wir auch in den letzten 3 Jahren eindrucksvoll gesehen. Bitte weiter. Jetzt wird es noch mal ein bisschen komplex. Das ist auch das letzte Slide. Das zeigt Ihnen einfach, wie EWA funktioniert und wie viele Daten da reingehen. Das ist Ihr Bereich, ja? Erdbeobachtungsdaten, sehr hoch aufgelöst. Dann kommen wir mit den humanen Daten, Stechmückendaten, epidemiologischen Daten. Das wird dann in diesem Bereich komplex analysiert. Da verstehe ich wenig von. Was mich als Arzt interessiert, ist, was kommt denn hinten raus? Was kommt hinten raus? Was kann ich mit diesen ganzen Daten machen? Und da haben wir 2 Modelle. Einmal sozusagen ein Modell, was sagt, wo ist das Risiko besonders hoch, dass humane Fälle auftreten. Und was Sie dann eben hier noch sehen, ist ein Stechmückenabundanzmodell. Das ist wichtig für die Bekämpfung. Wo mehr Stechmücken vorkommen, ist die Gefahr einfach größer, dass es zu Ausbrüchen kommt. Das Ganze ist voll einsatzfähig. Sie können sich das einmal auf der Homepage anschauen. Es gibt es auch als Smartphone-Application, die eben in Griechenland eingesetzt wird. Und was wichtig ist, und das haben Sie in den letzten 3 Jahren gesehen, Schnelligkeit. Ja, das heißt, wenn Sie hier ein sozusagen wichtiges Ereignis, zum Beispiel ein Fall, einen Humanfall haben, das durchgeht, haben Sie innerhalb von 2 bis 3 Tagen eine Reaktion in Nordgriechenland. Da ist das sozusagen schon am besten etabliert und es wird bekämpft und es werden Maßnahmen ergriffen. Bitte weiter. Und so sieht die Wetterkarte, Stechmückenkarte für Deutschland aus. Hier handelt es sich noch um ein Pilotprojekt, was seit einigen Jahren läuft in Baden-Württemberg. Und hier geht es, wie gesagt, um die Abundanzen der heimischen Hausmücke, die das West-Nil-Virus übertragen kann. Unter anderem, wenn es jetzt rot wäre, wäre also die Dichte dieser einheimischen Art besonders hoch und man müsste eben bekämpfen. Und da unterscheiden wir uns leider nach wie vor von vielen anderen Ländern, die schon seit Jahrzehnten Erfahrung haben mit diesen exotischen, durch Stechmücken übertragenen Pathogenen. Bei uns würde man fragen, ja, wer macht denn jetzt was und womit macht man was? Ja? Und wir sehen das sowohl bei den Meldungen, bei den Gesundheitsämtern. Und dieser Zeitverzug in Epidemien, in Ausbrüchen ist natürlich kritisch. Und wenn Sie hier nicht innerhalb von 2, 3 Tagen reagieren, Gegenmaßnahmen ergreifen, professionell bekämpfen, dann kommt es eben zum Ausbruch. Und wenn Sie erst etwas machen, wenn die ersten Humanfälle sozusagen auftreten, dann bricht das bereits schon in sich zusammen und Sie müssen erst eigentlich gar nicht mehr anfangen. Also das zeigt nochmal, wie wichtig auch der Zeitfaktor ist und das Ganze letztendlich diese Daten, die wir wie im Wetterbericht ja auch zur Verfügung stellen, dass das eben auch umgesetzt werden muss im Feld, sagen wir, zum Beispiel durch Bekämpfung oder auch besondere Schutzmaßnahmen besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen, die bei diesen Infektionskrankheiten übrigens auch natürlich Menschen mit Vorerkrankungen sind und eben die älteren Menschen, die dort eine besonders große Gefahr haben. Ja, dann bin ich auch gut in der Zeit geblieben, glaube ich, trotz der technischen Probleme, aber ich hoffe, das war noch halbwegs erträglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zum Schluss nochmal das letzte Slide bitte. Noch eins bitte weiter, dann kommt noch sowas genau. Nationale Expertenkommission Stechmücken, wenn Sie sich informieren wollen, wir geben Handlungsempfehlungen heraus, Updates, also wenn Sie das interessiert, das Thema gerne auf die Homepage der Nationalen Expertenkommission für Stechmücken. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Schmidt-Kanasit. Bleiben Sie gerne noch einen Moment kurz da. Jetzt wollen wir natürlich Klimaschutz betreiben, auch dadurch, dass wir beispielsweise anfangen, die Moore wieder zu vernässen. Moore sind klassischerweise natürlich eine Brutstätte für genau die Insekten, die wir hier gesehen haben. Wir wissen aus den Landes in Südfrankreich, im Südwesten Frankreich, dass das Gebiete sind, die früher Malaria-Gebiete waren, die dann trockengelegt worden sind, dann sind die Sümpfe verschwunden. Entsprechend gab es da diese Mücken dann nicht. Also wenn wir jetzt sozusagen anfangen, die ganze Vernässung der Moore wieder zu machen, wie sehen Sie dann diese Situation in Bezug auf die Mücken?
Das muss zusammen gedacht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wiedervernässung von Feuchtgebieten. Ja, das muss genau besprochen werden. Und da gibt es sicherlich Maßnahmen, wo man verhindern kann, dass es zum Beispiel zur Ansiedlung invasiver Arten kommt, dass man zum Beispiel auch Fressfeinde einbringt, also kleine Fische zum Beispiel, Kopepoden und so weiter, die Larven fressen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber das zeigt nochmal auch diese grünen Stadtinseln. Das muss zusammen gedacht werden. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, die auch in den Ländern des globalen Südens, Singapur ist mal ein gutes Beispiel, die sich das schon lange überlegt haben, wie man so etwas machen kann. Aber das muss eben zusammengedacht werden. Ansonsten kommt es zur idealen Bildung von Brutstätten, die ja auch niemand haben will. Vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag. Toll, dass Sie da waren. Und alles Weitere auf der Webseite. Herzlichen Dank für den Vortrag.